Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Kollegen, es hätte ein Ort der Begegnung werden sollen. Doch die Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mein Name ist Isabel Zumtobel und ich freue mich sehr, Sie heute zu unserem digitalen Vortrag und Gesprächsrunde Zukunft und Verantwortung mit Professor Werner Sobeck, Verena Konrad. Verena, schön, dass du da bist. Und meinem Vater Jörg Zumtobel in unserem Lichtforum begrüßen zu dürfen. Stolz blicken wir auf eine fast 30-jährige Geschichte unseres gestalterischen Geschäftsberichtes zurück. Freunde des Unternehmens und Aficionados des Lichts konnten wir begeistern, dieses kreative Projekt mit uns umzusetzen. In der letzten Ausgabe hat Werner Sobeck seine 17 Thesen publiziert, die zur Nachhaltigkeit in der Architektur aufrufen, um die es heute geht. Auch wir haben mit der Reaktivierung der alten Werkzeughalle in das neue Lichtforum einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Im Anschluss an den Vortrag moderiert meine charmante Kollegin Nathalie Kreuzer die Gesprächsrunde. Und zusammen wünschen wir Ihnen nun unterhaltsame und spannende Momente. Vielen Dank. Herr Sobeck, darf ich bitten, die Bühne gehört Ihnen. Auch bei Ihnen, Herr Zumtobel, dafür, dass Sie mich mit der Verantwortung betraut haben, den Geschäftsbericht der Zumtobel-Gruppe 2019-2020 gestalterisch zu begleiten. Ich habe das sehr gern angenommen und habe mir gedacht, so ein Geschäftsbericht ist ja eigentlich immer hauptsächlich eine Retrospektive. Man berichtet über das, was man gemacht hat, in detaillierten Zahlen. Man legt quasi Bürgschaft ab, was passiert ist. Und natürlich sagt man hier und da auch, wie es denn werden soll, hauptsächlich in der nahen Zukunft. Und ich würde Sie gern entführen in die etwas weiter entfernte Zukunft. Und möchte Sie einführen in eine Welt, die Welt des Architekten und Gestalters, der ja immer Zukunft antizipieren muss, der heute in den ersten Skizzen seines Gebäudes darüber nachdenken muss, was ist denn dann, wenn das Gebäude nach Jahren fertig geplant und fertig gebaut ist, eigentlich gültig und richtig? Und da brauchen wir gar nicht an Großflughäfen und Ähnliches zu denken, sondern beispielsweise auch an Universitätsgebäude, an Städtebau, an große Verwaltungsgebäude. Es dauert eben und in dieser Zeit ändern sich die Ansprüche und ändern sich die Randbedingungen. Also ist die Frage, wie schaut man in die Zukunft? Wie kann man dieser Verantwortung gewahr werden, die man da aufnimmt? Und wie kann man Zukunft gestalten, formulieren und gestalten, ohne in ein Wischiwaschi, in ein naives, perspektivisches Gerede zu kommen? Dass das nicht einfach ist, das ist schon klar. Aber bereits Hegel, der große Stuttgarter, in Stuttgart geborene Philosoph, hat ja gesagt, der größte Irrtum ist der Angst vor dem Irrtum. Also müssen wir das ablegen und müssen den Mut haben, Zukunft, und ich werde nachher detailliert erläutern, wie ich das sehe, zu gestalten. Also diese Arbeit am Antizipatorischen setzt immer voraus, dass wir uns im Klaren darüber werden, wo sind wir und wo wollen wir hin? Also eine Zielformulierung. Woher kommen wir? Wohin wollen wir? Und was sind die Randbedingungen dessen, was diesen Weg in die Zukunft konstituiert? Wenn wir diese Randbedingungen nicht annähernd kennen, dann kann das Ganze nur ein dümmliches Herumstolpern sein. Wenn wir aber diese im Multidimensionalen angesiedelten Randbedingungen kennen, dann ist Zukunft und damit architektonisches wie gesamtgesellschaftliches Schaffen sehr wohl, sehr sinnvoll möglich. Sie erinnern sich alle, als kleine Kinder haben wir immer auf einen Ameisenhaufen gestarrt und haben versucht zu verstehen, was da stattfindet. Wir haben versucht, ein hochkompliziertes System aus der Distanz heraus zu verstehen. Und wir haben festgestellt, es ist nicht einfach, aber es ist verstehbar.
Und wenn wir das menschliche Handeln auf unserem Planeten verstehen wollen, dann ist eine notwendige Perspektive die der ganz großen Distanz, fast schon einer asozialen Distanz, wie Beuys, Joseph Beuys sagte, damit wir dies verstehen. Und gleichzeitig aber dürfen wir nicht nur über dem Wald schweben und verstehen, wie der Wald konstituiert ist und wie er funktioniert, sondern wir müssen auch im Wald sein, um den Geist und den Charakter dieses Waldes zu verstehen. Und wir müssen auch mit den Menschen zusammen sein, als Künstler wie als Architekt, und über Befindlichkeiten, ihre Träume, über Wünsche sprechen zu können und die aufnehmen zu können und weiterzuentwickeln. Das ist in meiner Interpretation Zukunftsarbeit. Und wenn wir von dem ausgehen, was ist als Basis jedes Zukunftdenken, und wir schauen den gegenseitigen Zustand unserer Welt an, dann gibt es viele Dinge, die wir nicht verstehen. Manche beunruhigen uns, manche mögen sagen, es ist furchtbar, diese kalifornischen Riesenfeuer, und andere mögen sagen, Gott sei Dank sind wir in Zentraleuropa von so etwas verschont, implizieren mit diesen Gedanken aber vielleicht auch schon, es könnte uns ja auch passieren. Und man ist nicht ganz in der Lage, dieses antizipatorische, vorhersehende bestimmt zu sagen, weil man die Randbedingungen nicht genau weiß, weil man nicht weiß, wie wird sich ein Grundwasserspiegel absenken, eine Vertrocknungsrate, ein Global Warming entstehen. Aber es entsteht ein ungutes Gefühl. Und es geht in einem wissenschaftsbasierten Antizipieren von Zukunft darum, diese unguten Gefühle durch rationales Verstehen zu ersetzen. Deshalb ist es so wichtig. Wir schauen dies an und wir besprechen Bevölkerungswachstum, und wir kennen vielleicht der ein oder andere die Zuwachsraten mit 4,4 Kinder pro Sekunde, die geboren werden, wenn Sie mir erlauben, dass ich jetzt eine Dezimalstelle für einen Menschen anwende. Und traurigerweise sterben 1,8 Menschen pro Sekunde, aber wir haben einen Nettozuwachs von 2,6 Menschen pro Sekunde. Und um denen eine gebaute Heimat zu geben, müssen wir auf der einen Seite die gestalterische Komponente, das, was für die Psychologie, für die Seelen der Menschen wichtig ist, kreieren. Wir müssen aber die zweite Seite dieser gebauten Heimat auch realisieren. Und das ist die gesamte technische Struktur der Gebäude, einschließlich der Ver- und Entsorgungssysteme. Und jetzt kommt der Verdacht auf, ja, gibt es überhaupt so viele Baustoffe? Und wie viele Emissionen entstehen bei der Herstellung dieser Baustoffe? Und wie ist eigentlich die Baustoffverteilung auf dieser Welt? All dies sind Fragen, die letztlich auch hineinmünden in Bilder wie diese, wo wir erst seit wenigen Jahren verstehen, dass der rapide Wohlstandszuwachs in einigen Ländern der Welt und der rapide Bevölkerungszuwachs in toto eben einen rapide steigenden Baustoffbedarf hervorrufen und dass viele Baustoffe, wer hätte es gedacht, wie beispielsweise Sand, in einigen Regionen der Erde gar nicht mehr in hinreichender Menge zur Verfügung sind, um das am meisten hergestellte Baustoff der Welt, nämlich Beton, herzustellen. Jetzt werden Sie sagen, wir haben ja genügend Wüsten. Nun, Wüstensand ist durch die Windabrasion rollig, also körnig, rundlich geworden. Und aus kugeligem Sand können Sie keinen Beton sonderlich hoher Festigkeit herstellen. Das heißt, wir brauchen solche Sande, wie sie durch Meeresablagerungen oder Flussablagerungen entstanden sind. Und da gibt es eben in vielen Regionen der Welt bereits ein Defizit. Wie es andere Defizite gibt, die sich ankündigen. Zinn oder Zink oder auch Kupfer. Darüber muss man umgehen. Man muss diese Dinge verstehen, man muss sie beschreiben, und auf dieser Basis kann man dann Zukunft denken. Und wir müssen mit uns selber kritisch sein und wir müssen dies anschauen und müssen sagen, dies ist menschengemacht, man-made. Aber macht das alles wirklich noch Sinn? Macht dieses immer schneller, immer rasanter, immer effektiver wirklich Sinn, oder sollte man sich als Architekt in der Mitte so einer Straßenkreuzung überhaupt noch engagieren? Wie kann sowas überhaupt entstehen, würde man doch fragen. Wo ist da die planerische Gesamtkompetenz? Ist dies alles zufällig? Dann werden wir denn in Zukunft noch viel mehr solche unguten, unseligen Zufälligkeiten erleben müssen? Und was können wir dagegen tun? Und darüber müssen wir sprechen. Schauen Sie, wenn wir
so einen Schornstein sehen mit seinen Abgasen, dann regen sich in uns natürlich Widerstandsgefühle. Dann sagen wir, das kann doch gar nicht sein, dass so etwas heute noch möglich ist. Und wir müssen alles dagegen tun, um dies zu vermeiden, weil wir ja verstehen gelernt haben, dass klimaschädliche Emissionen der Hauptgrund für das Global Warming sind. Und dass das Global Warming nicht etwas ist, was man dadurch beseitigen kann, indem man jetzt ein bisschen weniger tut, sondern nachdem der Hauptverursacher der Klimaerwärmung des CO2 eine atmosphärische Halbwertszeit von ungefähr 800 Jahren hat, das heißt, dieses Gas da einfach nicht weggeht aus der Atmosphäre, aus der kritischen Zone. Und wir keinerlei technische, großtechnische Anlage haben, mit der wir in der Lage sind, CO2 in größerem Umfang aus der Atmosphäre zu extrahieren, gibt es ja die Regelung oder die Erkenntnis, zur Einhaltung eines 1,5-Grad-Ziels dürfen wir genau noch so und so viel Gigatonnen emittieren und dann ist Schluss für immer. Und zur Einhaltung eines 2-Grad-Ziels können wir noch so und so viel emittieren und dann ist Schluss für immer. Und es gibt keine technischen, es gibt natürliche Kompensationsmöglichkeiten, wie beispielsweise das mengenweise Pflanzen von Bäumen oder anderen CO2-bindenden natürlichen Strukturen, Konstrukten. Aber darüber muss man sich klar werden, darüber muss man Bilanz ziehen und dann muss man es eben auch tun, weil wir hatten vorhin darüber gesprochen, der gesündeste aller Bäume in der höchsten Phase seiner Pubertät, wo er am meisten Wachstumszuwachs hat, bindet maximal 100 Gramm CO2 pro Tag. Die Menschheit derzeit emittiert 1300 Tonnen pro Sekunde. So, und jetzt können Sie sich mal überlegen, wie viele Bäume muss man pflanzen und nicht abroden wie in Brasilien und anderen Ländern, um das zu kompensieren. Und man kann das natürlich einfangen, aber man muss eben offen darüber sprechen. Man darf es nicht verteufeln, man darf es nicht in eine linke oder rechte oder eine Öko oder eine andere Ecke stecken. Man muss es besprechen, weil nur auf der Basis klar benannter Fakten und klar benannter Zusammenhänge zwischen diesen Fakten Wissenschaft und damit Fortschreiten möglich ist. Und nebenbei gesagt, natürlich ist das auch die Basis jedweder Demokratie. Also haben wir es verstanden, zumindest rational und zumindest ein bisschen, dass wir hierauf achten müssen. Und trotzdem reden wir die ganze Zeit nur von Energieeffizienz. Obwohl, wenn man sich doch mal wieder in diese Position des Außerirdischen, der den Ameisenhaufen aus großer Distanz betrachtet, begibt, man feststellt, die Sonne allein strahlt 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde ein, als die Menschen für alle Funktionalitäten brauchen. Dazu kommen noch Windenergie und Wellenenergie und Geothermie und wir baden in Energie. Wir haben Energie im Überfluss und trotzdem wollen wir energieeffizient sein. Vielleicht, weil die Ursache ist, dass wir seit der ersten industriellen Revolution Energie bereitstellen, nicht erzeugen, sondern bereitstellen auf der Basis von Verbrennungsprozessen, die für die Erderwärmung die Hauptursache sind. Und wir es nicht rechtzeitig angegangen sind, diese Verbrennungsprozesse bei der Energiebereitstellung abzustellen und durch andere zu ersetzen. Also muss man da angreifen. Aber bitte merken Sie sich, es gibt keine erneuerbare Energie. Energie kann man nicht erneuern und man kann sie auch nicht vernichten. Energie überführt man von einer Zustandsform in die andere und Erkenntnis Nummer 2, Energie ist in Hülle und Fülle vorhanden, wir müssen sie nur entsprechend einfangen. So sitzen wir jetzt auf diesem Raumschiff Erde, das klitzeklein im leeren Weltall mit einer Geschwindigkeit von 100.000 Kilometer pro Stunde dahin rast. Und wir haben vielleicht ein bisschen Angst vor dieser Leere. Und wir erinnern uns daran, wenn wir ein Wasserstoffatom nehmen und messen die Distanz vom Kern zum Elektron, und wir sagen, der Kern ist fußballgroß, dann ist das Elektron 200 Meter entfernt und so groß wie ein Tennisball und wieder sehen wir diese unendliche Leere. Im Grunde genommen ist alles leer, um uns herum und in uns drin. Aber das ist noch lange kein Anlass zu verängstigen, weil wir haben eine ganz große Stärke. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind eine Menschengemeinschaft, die sehr viel verstanden hat und die auch zu großen Taten fähig ist. Man muss sie eben nur angehen.
bin sehr stark geprägt worden durch die Lehre des Philosophen Ernst Bloch, der sich sehr intensiv mit der Schaffung, mit der bewussten Gestaltung von Zukunft als Philosoph auseinandergesetzt hat, der gesagt hat, man redet hier bei der Gestaltung von Zukunft nicht von Wischiwaschi und auch nicht von heißer Luft, sondern es geht darum, eine wissenschaftsbasierte Zukunftsgestaltung herbeizuführen. Ich sage, es geht um diese Zukunftsgestaltung, um die Bewohnbarkeit des Planeten, die gefährdete, zu garantieren. Es geht darum, ein zielgerichtetes Handeln zu etablieren von einem klar definierten Ausgangspunkt. Und wir nennen das Ganze Docta Spes, eine wissenschaftsbasierte Vorgehensweise. Und um die jetzt in diesen Gesprächen, in diesen Ideen und Hinweisen für die Zukunft, die ich in den Geschäftsbericht des Hauses Zumtobel in Form von 17 Thesen einfließen ließ, ein bisschen im Detail näher auszuleuchten, gehe ich mal auf ein, zwei, drei Thesen ein bisschen mehr ein. Diese Thesen, die haben ja eine lange Tradition. Das haben die Doktoranden an den zentraleuropäischen Hochschulen in den vergangenen Jahrhunderten gemacht, als es noch keine Drucktechnik gab und keine anderen Medien. Vor der Verteidigung ihrer Dissertation musste ja die allgemeine Professorenschaft damit konfrontiert werden, um was geht es denn in dieser Dissertation, um was geht es in der Disputatio, und dann hat man seine Thesen an die Hörsaaltür angeschlagen. Luther hat ja an die Kirchentür angeschlagen, jetzt vergleiche ich mich nicht mit Luther, aber ich schlage sie in dem Geschäftsbericht an und ich sage, die sind Positionen, die sind wissenschaftlich absolut sicher und indiskutabel. Es gibt andere, darüber kann man reden, die sind vielleicht subjektiv gefärbt. Es gibt andere Positionen, die eine starke Unsicherheit aufweisen. Aber in toto sind es Positionen, die ein Feld abstecken, innerhalb dessen ein bewusstes Handeln möglich ist. Hier sehen Sie diese 17 Thesen und sie weisen unterschiedliche Zielrichtungen, unterschiedliche Positionen auf. These Nummer 8, die Menschheit verfügt über zu wenig Bauholz, weil man sich eben klar machen muss, wenn wir an Bauholz 14 Gigatonnen pro Jahr bereitstellen können bei maximaler Wirtschaftlichkeit der Holzwirtschaft, wir aber 60 bis 100 Gigatonnen benötigen, dann kann Holz, so toll der Baustoff ist, eben nur ein Bestandteil unseres Handelns sein und nicht die alleinige Lösung. Bauen ist ein Produktionsversuch menschlicher Heimat, sagt die These 13. Und das ist nochmal etwas ganz, ganz Wichtiges, auf das ich gleich zu sprechen kommen würde, oder die letzte, vielleicht die wichtigste, Natura Mensura Est. Was heißt es? Ich habe das lateinische Formulierung mit Absicht gewählt, nicht um sie zu verwirren, sondern weil diese Formulierung die dritte Formulierung in einer Geschichte ist. Vor der Aufklärung sagte man den Menschen, Deus Mensura Est, Gott ist das Maß aller Dinge. In der Aufklärung, als der Mensch eine vollkommen neue Sicht von sich selbst gewonnen hat, sagt er, nein, 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 Homo Mensura Est, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Heute, wo wir erkennen, dass der Mensch, denken Sie an das durch das Weltall fliegende Raumschiff, der keine Gebrauchsanleitung für das Raumschiff hat und der auch nicht richtig weiß, wie man es denn steuern könnte, wo der Mensch erkennt, er kann es nicht, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, aber er kann es nicht, aber wenn er sich in eine umgebende Natur einbringt, die uns mit allem versorgt, was wir benötigen, das ist saubere Luft und sauberes Wasser und Essen. Das sind die Kern, die Quintaessenza dessen, was wir für ein menschenwürdiges Leben benötigen, dann könnte es klappen. Also ist dieses, der 17., der ganz wichtige Satz, Natura Mensura. Und schauen Sie, wenn wir eine Architektur schaffen würden, die keine Verbrennungsprozesse mehr benötigt, weil die gesamte Energiebereitstellung durch andere Vorgänge geschieht, wenn wir eine Architektur schaffen, die materialminimal ist, die 100% rezyklierbar ist, die nicht nur eine Architektur des Visuellen, sondern auch eine nicht visuelle Architekturkomponente hat, nämlich die Architektur der Düfte, der Architektur des Taktilen, der Architektur der Feuchte etc. etc., dann wäre das ein Idealzustand und der ist auch erreichbar. Man muss es nur angehen auf der Basis einer klaren Bewusstmachung. Bauen als Produktionsversuch menschlicher Heimat. Wir hatten darüber gesprochen und wir hatten erkannt, dass wir für alle auf dieser Welt und für alle zukünftig Geborenen nicht genügend Baustoffe haben. Jetzt geht es also um ein Schaffen einer menschlichen Heimat mit weniger
Build for More with Less, für mehr Menschen weniger Material bauen. Das heißt noch lange keine Entsagungsästhetik, überhaupt nicht. Es sind Bewusstmachungsprozesse, die wir uns klar machen müssen. Jeder bundesdeutsche Bürger besitzt mehr Straßenfläche als Wohnfläche. Jeder bundesdeutsche Bürger besitzt mehr Parkplatzfläche als Wohnfläche, weil er überall einen Parkplatz oder einen bereitgestellten Parkplatz hat. Zu Hause, in der Arbeit, vor dem Supermarkt, beim Zahnarzt, überall gibt es Parkplatzoptionen. Eine gigantische Versiegelung etc. etc., die durch eine andere Form von Mobilität halbiert oder noch stärker reduziert werden können. Also diese menschliche Heimat in menschlicher Qualität mit weniger zu errichten, das ist eine der wichtigen Forderungen, in dem Fall die These Nummer 13. Und dazu muss man auch Experimente machen. Da muss man sagen, okay, mit weniger Primärmaterial, sagen wir, also mit weniger Material, was frisch aus der Erde entnommen wurde, arbeiten und vielleicht auch mehr mit rezykliertem Material. Aber wie baut man mit Rezyklaten? Es ist relativ schwierig und wurde bisher kaum gemacht. In anderen Gesellschaften, die wir nicht unbedingt in die Gruppe der Zivilisierten einreihen würden, schon, aber in unseren zivilisierten Gesellschaften passiert das nicht. Und wir haben das dann probiert und haben gezeigt, es ist eben möglich, eine rasante Architektur im Sinne von atemberaubender Schönheit bei gleichzeitig hohem Wohnkomfort herzustellen, die zu 80% aus Rezyklaten besteht. Aber da kommt der Mut zum Experiment. Ich erinnere nochmal an Hegel, der größte Irrtum ist die Angst vor dem Irrtum. Man muss den Mut haben, auch einen Irrtum einzufahren, weil bei den vielen Millionen Häusern, die jeden Tag fertiggestellt werden, ist es vollkommen egal, ob ein oder zwei, die aus wissenschaftlichen Gründen als Experiment hergestellt wurden, funktionieren oder nicht. Und das hatte ich schon gesagt, die Menschheit wächst um 2,6 Menschen pro Sekunde. Und da sollten Sie jetzt keine Angst bekommen vor dieser Zahl, sondern Sie sollen sie einfach verstehen. Und wenn man jedem dieser Menschen einen bundesdeutschen Baudurchschnitt geben würde, der Bundesdeutsche, das gilt eigentlich für alle zentraleuropäischen Bürgerinnen und Bürger, besitzt knapp weniger als 500 Tonnen Baustoffe per Kapita. Die Hälfte ist Infrastruktur, die andere Hälfte ist Hochbau. Wenn Sie jedem dieser 2,6500 Tonnen geben würden, dann müssen Sie pro Sekunde 1300 Tonnen Baustoffe aus der Erde kratzen, die Sie in vielen Fällen nicht haben. Aber was noch wichtiger ist, aus diesem Material einen Baustoff zu machen, aus dem Baustoff ein Halbzeug, aus dem Halbzeug ein Gebäude, ist mit Emissionen verbunden, die ein 2-Grad-Ziel in weite Ferne rücken und eher durch 6 bis 8 Grad ersetzen lassen müssen. Also müssen wir auch aufgrund dieser Zahl anders bauen, ein anderes Bewusstsein an den Tag legen. Schauen Sie, das ist ein berühmtes Foto des Astronauten Carl Sagan, das er gemacht hat von unserer Erde. Und er hat dann dazu geschrieben, look again at that dot, that's here, that's home, that's us. Das heißt, das ist das, wo wir sind, das ist unsere Heimat. Und auf diesem kleinen Kügelchen sitzen wir alle. Und uns bleibt überhaupt nichts anderes übrig, als solidarisch in einer gesamtgesellschaftlichen gemeinsamen Anstrengung die Dinge, die ich geschildert habe und vieles drumherum, richtig zu verstehen, richtig zu interpretieren und zu einer gemeinsamen Zukunftsformulierung zu kommen und die dann aber auch tatkräftig anzugehen. Und wenn wir das tun, dann ist auch die Zukunft sehr lebenswert. Aber wir müssen es eben tun. Vielen Dank. Ich darf an dieser Stelle übernehmen. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Nathalie Kreuzer und ich darf als Moderatorin durch die Gesprächsrunde führen und begrüße dazu ganz herzlich heute bei uns live im Lichtforum Frau Verena Konrad. Einen schönen guten Abend. Frau Konrad, Sie sind Kunsthistorikerin und in Ihrer jetzigen Funktion als Direktorin des Vorarlberger Architekturinstitutes sehr stark in der Architekturvermittlung tätig. Dabei bedient das Vorarlberger Architekturinstitut verschiedene Formate wie Ausstellungen, den Bauherrenpreis, Workshops und sie berücksichtigen auch alle Altersklassen, also wirklich vom Kindesalter bis hin zu Erwachsenen
und auch noch zu unterschiedlichsten Themen. Spannend ist auch der Grundtenor, den Sie vertreten, sprich Baukultur ist für alle, soll für alle da sein und einfach auch Ihre Initiative, die Menschen mitnehmen zu wollen, dazu zu bewegen, sich zu engagieren, aktiv mitzugestalten und nicht ein vorgefertigtes Angebot zu konsumieren. Ich freue mich auf das Gespräch anschließend. Schön, dass Sie da sind. Zu meiner Rechten darf ich begrüßen Herrn Jörg Zumtobel. Herr Zumtobel, ehemals Aufsichtsratsvorsitzender und CEO der Zumtobel Group, der Firma Zumtobel. Sie sind im Mai, haben Sie sich zurückgezogen aus Ihrer Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender und waren zuvor, sind Sie 2003 in den Aufsichtsrat eingetreten und waren zuvor 22 Jahre an der Spitze des Unternehmens tätig. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend da sind. Herr Sobeck, willkommen zurück in der Gesprächsrunde und ganz herzlichen Dank für diesen inspirierenden und wirklich gedanklich sehr weitreichenden Vortrag. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Und ich darf eine Ihrer letzten Aussagen aufgreifen aus Ihrem Vortrag, nämlich, dass wir unsere Zukunft viel bewusster und aktiver als bisher gemeinsam gestalten müssen. Wenn ich Ihre 17 Thesen oder wenn wir Ihre 17 Thesen betrachten und Sie müssten diese Thesen nach der Dringlichkeit Ihres Handlungsbedarfs ordnen, wohl wissend, dass alles zusammenhängt, welche These würden Sie vorne anstellen, sprich die Frage nach dem, wo fangen wir an? Es ist sicher diese Nummer 17, die allumfassende, dass die Natur das Maß aller Dinge ist. Das ist jetzt in dieser Formulierung natürlich abgeleitet von Deus Mensura. Was ich damit meine ist, diese kritische Zone, in der wir leben, schauen Sie mal, wenn Sie die Erde zusammendrücken auf einen Ball, der in diesen wunderbaren Raum hineinpasst, 6 Meter Durchmesser, dann ist die atembare Schicht dünner als 1 Millimeter. Und die Tiefe, in die wir vordringen können, die ist nochmal dünner als 0,5 Millimeter. So, das heißt, 1,5 Millimeter auf dieser 6 Meter Durchmesserkugel, das ist die Sphäre unseres Lebens. Und wenn wir klug sind, dann erhalten die wir einfach. Und wenn wir nicht klug sind, der Planet wird alles überleben, die Menschen nicht. Es geht dabei auch um das Thema Ressourcen, die Verarbeitung der Ressourcen, die Verschwendung der Ressourcen. Der Bausektor verschlingt, darf ich sagen, die Ressourcen, verschlingt die Energie. Welchen Ansatz, gibt es Lösungsansätze, gibt es irgendeine Richtung, die sich als realistisch abzeichnet? Oder stehen wir vor einem Problem, das wir nicht lösen können? Nein, wir haben noch nie ein Problem gefunden, das wir nicht lösen können, weil dazu sind wir 7,7 Milliarden Menschen und das sind sehr, sehr viele Kluge dabei und sehr viel sehr Engagierte, insbesondere die Jüngeren. Es geht darum, dass man das Problem versteht. Wissen Sie, dass man Klartext redet? Schauen Sie, wir reden von erneuerbaren Energien und jeder, der nicht das Glück hatte, ins Gymnasium zu gehen, plappert es nach und sagt, ja, Energie ist erneuerbar. Glaubt am Ende noch, Energie könnte man vernichten oder aus dem Nichts erzeugen. Das ist eben nicht der Fall. Ja, und wir haben auch kein Energieproblem, sondern wir haben ein Emissionsproblem. Das kann man auch einfach so benennen. Und so gibt es viele Dinge, die kann man einfach klar benennen und darauf basierend ist eine Diskussion möglich, die sich nicht in populistischen Plattitüden oder esoterischen Vermutungen ergibt. Und das ist ein Fundament, das nicht geschaffen wurde. Das ist auch eine harsche Kritik an der Wissenschaft. Und dort, wo das Fundament geschaffen wurde, ist es vielleicht nicht an diejenigen kommuniziert worden, die es tatsächlich betrifft. Weil man kann ja nicht irgendeinem armen Gemeinderat, der den ganzen Tag über auch noch arbeiten muss, um Geld zu verdienen, zumuten, dass er amerikanische Journal liest, um dort die amerikanisch verfassten oder auf Englisch verfassten Publikationen deutscher Professoren zu lesen. Sondern es ist eine noble Aufgabe der Wissenschaft, eine noble Aufgabe, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Und man sollte sich nicht zu gut sein, um auf einem Marktplatz eine flammende Rede über seine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu halten. Und zwar so, dass man es versteht.
darf ich das Stichwort, wir haben ein Emissionsproblem, aufgreifen und einfach das in den Kontext mit dem Industrieunternehmen bringen. Nachhaltig zu handeln bedeutet, langfristig zu denken. Das fordert aber immer wieder diese ständige Anpassungsbereitschaft, neuen Herausforderungen zu begegnen. Was können wir als was kann ein Industrieunternehmen tun, um diesen nachhaltigen Lebensraum zu fördern? Und wie leistbar ist Nachhaltigkeit für ein Industrieunternehmen, Herr Zumtobel? Also ich möchte die Antwort eigentlich dazu ein bisschen breiter gestalten. Und zwar in jeder Zeit der Weltgeschichte hat es gewisse epochale Veränderungen gegeben, die Herausforderungen bedeuten. Und da bin ich der Ansicht, es gibt gewisse Bereiche, moralisch-ethischen Bereich, wo man immer mit einem gewissen Grundtenor operiert, wo man einfach sagt, das ist ein Vermächtnis, das ist das Ergebnis der Aufklärung in den aufgeklärten Ländern. Und jetzt kommt eigentlich das Thema, wie müssen wir auf gewisse Zeiterscheinungen reagieren? Wenn Sie in der ganzen Weltgeschichte, das heißt doch auch tempora mutantur, also ich muss ununterbrochen etwas ändern, damit ich auch das an lateinischen Ausspruch, da muss ich mich da auch präsentieren. Und da ist es eben, heute haben wir andere Probleme als vor 10 oder 20 Jahren, weil man natürlich auch durch die Vernetzung, weltweite Beobachtung ganz andere Dinge festgestellt, was in die. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, irgendwo in der Größenordnung ist vor dem Anthropozän, ist in der Größenordnung um die 500, was ist, damit ich es genau sage, an die 500 Tonnen, und wir verbrauchen durch das Anthropozän, also die androgenen Beitrag, ist irgendwo in der Größenordnung von 30, ist vernachlässigbar, aber das stimmt nicht. Sie kennen sicher das wunderbare Gleichnis von einem Schmetterlingsschlag in Japan, der nachher einen Tsunami auslöst. Also das heißt, wo sind die primären Bedingungen? Und da bin ich auch der Ansicht, und jetzt kommt, was ich eigentlich als die Unternehmensphilosophie, die sehr stark von meinem Vater geprägt wird, das Wort Nachhaltigkeit hat es ja gar nicht gegeben vor ungefähr, also vor 70 Jahren begonnen hat. Aber er hat gewisse Ideen und Vermächtnis, ich muss Material sparen, ich muss weniger Energie sparen, und da komme ich indirekt auf alle möglichen Verbesserungsmöglichkeiten. So, und jetzt sind wir halt auf einem Punkt, wo ich sage, die Erderwärmung ist im Moment das globale Thema. Es gibt natürlich jede Menge anderen Themen auch, denen wir begegnen müssen. Und da hat ein Unternehmen wie Zumtobel hat eigentlich eine Menge Beiträge, die sind total unterschiedlich, was der Architekt macht oder was ein Baumeister macht. Aber wo liegen unsere Schwarz? Wir können durch entsprechend kluge Konzepte den Energieverbrauch einmal ganz gewaltig reduzieren. Wir können durch entsprechende Konstruktionen erreichen, dass das Material leichter recycelbar ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind da schon relativ lange dran, und 86% unserer Materialien werden recycelt. Also das ist schon ein relativ großer Anteil. Wir haben früher immer operiert, Energiesparen. Das war das Credo von allem Anfang an, weil man ein Vorschaltgerät macht, das weniger Material verbraucht hat und Energie spart während der ganzen Periode. Also das ist alles in dem Nachhaltigkeitspaket drin. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, man darf hier auch die Anforderungen nicht zu hoch stellen, sondern es müssen alle sich bemühen, die in diesem ganzen Wertekreislauf oder in dem Materialkreislauf engagiert sind, müssen einfach versuchen, was kann ihr Beitrag? Sonst wird das Ganze zu kompliziert. Sie haben das angesprochen, dass wir feiern 70 Jahre Firma Zumtobel, also 70 Jahre Unternehmensgeschichte, und dass eben Innovation und nachhaltiges Denken von Anfang an die langfristige Ausrichtung des Unternehmens geprägt haben. Sehen Sie das rückblickend, das sind 70 Jahre, als Pionierarbeit für die damalige Zeit? Ich würde sagen, das ist, wenn ein aufmerksamer und verantwortungsbewusster Mensch ist, ist eigentlich automatisch, sollte das sein.
dass man da große Reden drüber schwingt, sondern schlussendlich muss man das immer nach dem Tun beurteilen und nicht, was man da alles tun kann, könnte. Danke. Frau Konrad, die Natur ist das Maß aller Dinge. Wie reflektiert sich diese Aussage in Ihrer täglichen Arbeit? Wie bettet sich diese Aussage in Ihren Kontext, in Ihren Arbeitskontext ein? Also wir sind so ein Marktplatz, wie Sie es vorher genannt haben, an dem sich Menschen treffen, die engagiert sind und die bestimmte Expertise haben. Die kommen miteinander ins Gespräch, tauschen sich aus und es geht bei uns immer um die Kraft des Argumentes. Also nicht um Schlagworte, sondern wirklich um den Austausch von Ideen, von Konzepten und um bereits Realisiertes und um kritische Analyse. Das habe ich bei Ihnen auch rausgehört. Und dieses offene Gespräch und diese Kultur des offenen Gespräches soll dazu beitragen, dass sich besonders engagierte und interessierte Menschen in der Baukultur in spezifischer Weise austauschen können und hier auch gemeinsam neue Ansätze entwickeln. In Vorarlberg spezifisch ist es ja so, dass das international besonders mit dem Holzbau verbunden wird. Wir haben da aber keine dogmatische Ausrichtung. Für uns ist es wichtig, mit Verantwortung spezifische Aufgaben zu bearbeiten. Das heißt, was mich eigentlich interessiert und was wir vertreten in unserer Arbeit, das ist, dass es intensive Reflexion gibt, dass der Kontext erschlossen wird, dass man miteinander die Rahmenbedingungen, auch die Rahmenbedingungen der Arbeit klärt, dass man sich traut, weit in die Zukunft zu blicken. Es werden heute Gebäude erstellt, die 80 bis 100 Jahre wirksam sein sollen, dass wir über Nutzungsflexibilität nachdenken, dass wir auch über Energiekonzepte nachdenken, die aber immer in einem größeren Kontext sehen, also nicht im Sinne der Energieeffizienz, sondern in einem größeren ökologischen Gleichgewichtskontext und dass wir uns Gedanken darüber machen, wo wir sind und mit wem wir arbeiten. Also dass wir Verantwortung als Prinzip erklären und auf allen Ebenen anwenden. Und jetzt nur so ein Beispiel. Wir sind ja selbst nicht planend tätig bei uns. Bei uns treffen sich als Plattform Menschen mit Interesse an Architektur, durchaus international vernetzt, aber lokal hier verortet. Und wir machen zum Beispiel ab Jänner eine Ausstellung bei uns, die heißt Critical Care. Das ist eine Produktion aus Wien vom Architekturzentrum. Angelika Fitz und Elke Kras haben das gemacht und da geht es um eine Architektur des Sorgetragens für diesen Planeten. Es geht um eine Kultur des Reparierens und für mich ist eigentlich das Schlagwort schlechthin das Weiternutzen, der sorgsame Umgang mit Ressourcen und auch das Sorgetragen. Ich bin ja Kuratorin, da steckt das Wort Sorge drinnen, sich kümmern, Verantwortung tragen für alles, was man im Hier und Jetzt tut. Das ist so unser Prinzip. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dieser Ansatz, dass jeder sich bewusst wird, beziehungsweise nur wenn ich etwas wertschätze, wenn ich etwas als wertvoll erachte, dann werde ich darauf Acht geben. Und ich glaube, diese Geisteshaltung muss ich erst erfahren oder haben, um auch zu begreifen, ich kann auch Teil der Lösung sein. Also ich bin nicht nur Teil der Herausforderung, ich muss die Herausforderung begreifen, aber ich kann auch Teil der Lösung sein. Um eben diese Wertschätzung und ich darf das in diesem Kontext aufgreifen. Sie sagen, Bauen ist der Produktionsversuch menschlicher Heimat und es geht Ihnen dabei nicht nur um die visuell wahrnehmbare Welt, sondern auch diese, wie ich so schön finde, nicht visuelle Architektur der Düfte, der Geräusche und der taktilen Empfindungen und eben dieses Gefühl, Heimat zu kreieren mit allem, was ich rundherum erlebe, rundherum ja, fühle und an was ich mich auch erinnere, wenn ich älter bin. Und dieses Plädoyer Heimat für alle. Wie kann eine Heimat für alle, beziehungsweise wie kann Wohlstand, den wir auf der einen Seite haben, mit dem Gemeinwohl zusammenwachsen? Wir brauchen vielleicht eine neue Definition des Wohlstandszieles. Ne? Also Wohlstand als eine Formulierung, die einen Lechzen nach immer mehr und immer schneller, man könnte schon fast sagen, die olympischen Gedanken, höher, schneller, weiter, zum obersten Ziel macht, führt mit Sicherheit in die falsche Richtung. Wenn Sie Wohlstand interpretieren als
wohl dastehen oder sich wohl fühlen oder mit sich und den Seinigen, den Ihrigen und seiner Umgebung im Einklang fühlen, dann kann das eine relativ einfache Sache sein. Und diese Idee der nicht visuellen Architektur, schauen Sie, in meinem Architekturstudium wurde immer nur visuelle Architektur gelehrt. Ne? Auch der berühmten Stuttgarter Hochschule wurden ja nicht mal Farben erlaubt. Und wenn man eine Farbe auf den Plan getan hat, dann musste die im Grunde genommen unbunt sein und so wasserfarbenartig minimiert, dass sie schon fast nicht mehr Wert machte, da eine Farbe hinzuzeichnen. Das heißt, man arbeitet mit Konturen und mit Geometrien. Und jetzt denken Sie mal an jemanden, der krank ist oder an jemanden, der stirbt, ne? Oder jemanden, dem es schlecht geht. Der liegt auf dem Totenbett und hat die Augen geschlossen. Und die Architektur, die ich ihm bereitstellen möchte, ist eine Architektur der Klänge, eine Architektur der Düfte, eine Architektur der Luftströmungen, der Lufttemperaturen, der Luftfeuchte. Und natürlich ist das, was der Schwerkranke, der Sterbende oder der mit sich gerade seelisch total im Unreinen Befindliche als wohltuend empfindet, für denjenigen, der diese Handicaps nicht hat, ein total bereicherndes Etwas. Und ich habe viele Menschen gefunden, die waren total arm und total glücklich. Und ich habe genügend Menschen gefunden, die waren unendlich reich und permanent unglücklich. Also wir müssen es vom Materialbesitz wegnehmen, dieses menschliche Würde und Wohlstand. Wir müssen es entmaterialisieren. Auch, das ist der Nebenbei-Effekt, weil wir für all diejenigen, denen wir das ja geben wollen, aufgrund von unserer christlichen Grundposition, es mit den herkömmlichen Bautechniken gar nicht könnten, weil das Material bzw. die damit einhergehenden Emissionen alles über den Haufen werfen würden, worüber ich vorhin im Prinzip eine Hoffnung gesprochen habe. Also Wohlstand für alle ist schon möglich, aber nicht unter dem Wohlstandsbegriff, den wir heute vor uns hertragen. Herr Zumthobel, das Kreieren von Heimat mit diesen eben nicht visuelle Architektur, auch Licht spielt da ganz eine wichtige Rolle in der Architektur und ich glaube auch Licht als Komponente der Sicherheit, es vermittelt Sicherheit, es gibt Geborgenheit je nach Lichtstimmung. Ja, in diesem Zusammenhang, Herr Professor Sobig, fand ich sehr gut, dass Sie einmal die Energiedefinition, dass man Energie nicht erzeugt, sondern dass wird in irgendeiner Form generiert, eine Zustandsänderung ist. So, und da glaube ich, speziell jetzt durch die Einführung von LED, wo man zu wesentlich besseren physikalischen Wirkungsgraden kommt, also weniger Strom verbraucht, hat dazu geführt, dass eine sehr einseitige Betrachtungsweise entstanden ist. Und ich finde da eine recht schöne Analogie zu dem Begriff, was Sie unter Heimat und so weiter Architektur verstehen, dass sich heute auf die menschlichen Bedingungen eingehen, was braucht er, um Stimmungen zu haben oder dass er besser sehen kann. Und das sind alles Dinge, die man nicht an den Energieverbrauch allein ankoppeln kann. Und dort sehe ich ganz gewaltige Möglichkeiten, wenn man diese Sache ausbaut, wie die ganzen Schlagworte Human-Centric Lighting. Sie kennen diese ganzen medizinischen Überlegungen, wo man sich den zirkadianischen Rhythmus anpasst. Da ist ein kolossales Gebiet. So, und jetzt mache ich noch eine weitere Schleife. Was nämlich sehr interessant ist, wenn ich unter dem Aspekt, dass ununterbrochen etwas verändert werden muss, also tempora mutantur als Folge, dann ist das hier, dieser Raum, den wir eigentlich gedacht haben, dass das ein Marktplatz ist, wo sich alle begegnen und so weiter und direkt austauschen. Jetzt sehen wir natürlich, das geht nicht, weil man nicht mehr reisen soll, nicht nur wegen der Corona-Geschichte, weil ich auch damit den Energieverbrauch etwas dämpfen kann, dass ich vielleicht Epidemien etwas verhindern, wenn nicht jeder überall hinreist oder im Urwald da auf Bäume klettert und sich irgendetwas einfängt, was eigentlich vorher ein Virus, der den Tieren vorbehalten war, dass wir heute uns plötzlich vollkommen anders bewegen mussten, weil das ist ein fundamentaler Unterschied, wie wir früher durch direkten persönlichen Kontakt oder Besuche bei Kunden kommuniziert haben und jetzt müssen wir das virtuell rüberbringen. Und das ist mit kolossalen Herausforderungen verbunden. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil
den persönlichen Kontakt können Sie nie egalisieren, sondern das ist das Credo überhaupt. Aber wie mache ich das mit diesen neuen virtuellen Mitteln? Das wird unsere Aufgabe sein, dass wir wirklich diese Welt, die wir hier geschaffen haben, zum Kunden bringen, um diese besseren Lösungen, wo einfach den Menschen gerechter sind, zurechtzukommen. Wir freuen uns darauf und wir hoffen, wir freuen uns sehr darauf und wir hoffen, wir erreichen Sie, die Sie uns zuschauen heute und wir live hier sind. Und wir freuen uns darauf, wenn Sie bald hier ins Lichtforum kommen können, Verzeihung, und einfach das auch erleben, was wir hier gerade auch erleben dürfen. Es ist wirklich toll hier. Um nochmals anzuknüpfen, Frau Konrad, mit diesem Begriff menschliche Heimat. Also sprich, es geht auch immer um die Menschen, ja, an einem Ort. Was bedeutet der Ort im architektonischen Kontext oder überhaupt im gesellschaftlichen Kontext? Es entsteht eine gewisse Atmosphäre, es muss eine Atmosphäre kreiert werden, es muss, wenn man wieder baut oder beim Bauschaffen diese Atmosphäre aufgegriffen werden. Mhm. Es geht um die Menschen, die dort leben. Wie spiegelt sich das? Also es geht sicher auch um Atmosphäre, aber es ist natürlich auch ein politischer Kontext. Also ich greife gern nochmal den Wohlstand und das Gemeinwohl auf, weil es ja natürlich auch ums Private und das Öffentliche geht. Sie haben von Gemeinschaft auch gesprochen. Man kann es auch noch mehr erweitern und von Gesellschaft sprechen und von Öffentlichkeit. Und das Wort alle, oder? Das wir so flapsig überall hinwerfen und uns oft der Konsequenzen gar nicht so richtig bewusst sein, was das wirklich auch bedeutet. Um Inklusion und Exklusion, also wirklich um ein Ankommen und auch jemand anderen ankommen lassen, um ein Willkommensein, Sicherheit und Geborgenheit empfinden können, sich zurückziehen zu können, aber auch Teil von Gemeinschaft und Gesellschaft sein zu können. Und es hat natürlich, so wie wir Menschen, so Singularitäten natürlich auch sind, ja, und leben, immer dann auch was Kollektives, wenn wir uns begegnen. Und der Ort, das ist dieser Moment des Begegnens. Da treffen wir uns, da treffen wir aufeinander mit unseren Interessen und Werthaltungen, da tragen wir unsere Konflikte aus, da müssen wir in Widerstreit gehen, aber auch wieder zueinander finden. Und das ist das Spezifische. Und für die Architektur geht es ja natürlich immer zuvorderst um diese menschlichen Beziehungen, um die Ideen, die wir haben, um die großen Visionen, die wir teilen, und dem dann einen Ausdruck zu geben. Und der Ausdruck, der liegt dann im Empfinden ganz oft in der Atmosphäre. Und ob es dann gelingt, das spüren wir, bevor wir es verstehen. Und das ist eigentlich so dieses Besondere, finde ich, also wenn ich als Mensch Architektur erlebe und dann drüber spreche mit anderen, dann ist es eigentlich immer das Schöne, wie man sich hier auch begegnet. Und ich hatte dieses Erlebnis heute beim Reingehen. Ich kenne diese Halle, als sie leer war. Ich sehe sie jetzt, so wie sie ist. Sie wirkt wieder ganz anders auf mich, auch als in ihren Dimensionen. Es hat viel mit der Nutzung zu tun, bin ja Historikerin, mit dem, was man weiß, was an einem Ort schon geschehen ist, mit dem, wie man ihn jetzt ausfüllt und was man sich dort vorstellen könnte. Und das ist eigentlich das Wunderbare dran. Aber um auf die Klimarelevanz zu kommen, wir sind natürlich schon gefordert, den Ort auch was Politisches, weil immer wenn wir uns entscheiden, sind wir politisch. Natürlich auch so zu verstehen, dass man sagt, wenn wir heute klimarelevant bauen, dann müssen wir verstehen, wo wir sind. Wir sind jetzt in dem Fall in Vorarlberg und ich werde dort ein Haus mit den klimatischen Bedingungen, die es in dieser Klimazone gibt, hoffentlich anders bauen, als wenn ich jetzt in Abu Dhabi wäre. Und diese Verortung, dieses Umgehen mit Ressourcen natürlich, aber auch das Anwenden von Material in einer spezifischen Weise, das haben wir über Jahrhunderte gelernt, um es dann im 20. Jahrhundert einmal drüber zu fahren und gleich zu machen. Und wir haben gelernt, schmerzlich, dass das ein Experiment war, das in vielfältiger Weise viele Probleme erzeugt hat. Sehr gerne. Herr Sobeck, darf ich mit einer Aussage auf Sie zukommen, und zwar: das emissionsärmste Haus ist das Haus, das du nicht baust. Ich zitiere,
eine zentrale Aussage Ihres Schaffens ist einfach, es geht fortan darum, dass Sie für mehr Menschen emissionsfrei und mit weniger Material bauen wollen. Und es fordert auch ein Umdenken, also sprich, es geht nicht immer nur um das Wachstum, sondern vielleicht eben auch das Umdenken, ich brauche nicht mehr so viel Wohnfläche oder ich verzichte auf die Wohnfläche, es wird weniger zugunsten der Mitmenschen, der anderen Menschen. Und eine Richtung oder eine Frage ist ja auch, was passiert mit den bestehenden Gebäuden? Wir können ja nicht nur neu bauen, sondern wir müssen uns ja auch überlegen, was machen wir mit bestehenden Gebäuden? Ja? Und da gibt es ja auch Unterschiede, sprich ein Gebäude, das ich vor 80, 90 Jahren gebaut habe, hat noch nicht diese ganzen Klebstoffe, diese Verklebungen, was die Isolierung betrifft etc. Das kann vielleicht anders wieder genutzt werden, als eben die Gebäude, die dann in den vor 10, 20, 30 Jahren entstanden sind. Wie sind die Überlegungen dahingehend oder welche Erfahrungen machen Sie dahingehend? Jetzt haben Sie mir so eine große Frage gestellt. So eine große Frage. Dann sind wir versorgt jetzt. Nein, weil ich will ja hier nicht so viel sprechen. Ja. Schauen Sie, was könnte man als Gesamtkontext formulieren? Eingangs haben Sie gesagt, für mehr Menschen mit weniger Material emissionsfrei bauen. Das ist das Ziel. Das ist vielleicht auch die moralische Forderung. Wir können es heute noch nicht, aber um sich irgendwo hinzuentwickeln, braucht man diese Zielformulierung. Ne? Wenn ich im Basislager stehe und von 3 Achttausendern umgeben bin, dann muss ich schon wissen, auf welchen ich hochlaufen muss. Ne? Ob ich mich vielleicht irre in dem Weg zum Hochlager 2 und da nicht die optimale Route nehme, das sei dahingestellt. Und so werden wir uns auch irren auf dem Weg zu dieser neuen Art von Bauschaffen. Das muss konzessioniert werden und das wird so eintreten. Und es ist auch gut so. Ich habe da überhaupt keine Angst davor, zu scheitern. Ich gebe das auch gerne zu, wenn ich irgendwann mal gescheitert bin. Warum soll ich mich dafür schämen? Ich kann ja sagen, zumindest bin ich losgegangen, im Gegensatz zu euch. Ihr seid sitzen geblieben und habt gewartet, bis einer in den Graben fällt. Ne? Ich weiß jetzt, wo der Graben ist. Das ist doch was völlig Normales. Ne? Jetzt nochmal vielleicht zurückzukommen auf eine andere Sache. Herr Zumtobel hat es auch gesagt, dieser sorgsame Umgang mit den Dingen. Schauen Sie, das ist etwas, Sie haben das aufgegriffen, aber durch eine andere Formulierung, was ich gerade in diesem alpenländischen Raum, der ja geprägt war durch jahrhundertelange Armut, erfahren habe. Ich komme aus dem schwäbischen Raum. Da waren die Leute bitterarm. Heute sind sie unglaublich reich, weil Daimler das Auto erfunden hat und Bosch die dazu passende Zündkerze, ne? Und auf einmal ist der Reichtum explodiert. Aber vorher waren die Leute so bitterarm, dass der König die jungen Männer verkaufte als Söldner, um damit dann seine Schlittenfahrten auf Salz in Ludwigsburg im Wald zu finanzieren. Aber das Volk hat gedarbt ohne Ende. Und dann ging es darum, dass man mit einem Minimum an Material, Eisen, was man aus einer mineralischen Schicht namens Alenium heraus gewinnen konnte, mit Holzkohle ein Produkt macht, das einen so gigantischen Mehrwert hat, dass man es nach Holland und von dort in die Welt verkaufen konnte. Ne? Deshalb ist in der Schweiz die Uhrenindustrie und in Baden-Württemberg die Uhrenindustrie und die Waffenindustrie. Deshalb ist Baden-Württemberg Weltmarktführer mit einer Schwarzwaldstadt Tuttlingen im Bau von superpräzisen medizinischen Geräten. Das hat seinen Ursprung. Das finden Sie nicht in Niedersachsen, weil in Niedersachsen war der Agrarreichtum so groß, dass man sich diese Mühe gar nicht geben musste. Das finden Sie auch in anderen Regionen nicht. Das heißt, das, was damals mit Armut aufgezwungen, zu einer exzellenten Qualität und auch zu einer wunderbaren Lebensform geführt hat, das ging verloren mit den Möglichkeiten, mit wenig Geld alles Mögliche zu importieren und im Reichtum zu baden und alles Mögliche wegzuwerfen. Das ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Das müssen wir so sehen. Jetzt habe ich aber, ich gebe es ganz offen zu, Ihre dritte Frage vergessen, die allerletzte. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran. So, geben Sie mir eine Sekunde. Es war wirklich eine sehr umfangreiche Frage. Wir hatten als, ich glaube, ich hatte ja abgeschlossen mit dem, das emissionsärmste Haus und dass wir bestehende Gebäude wiederverwenden. Ja, klar. Schauen Sie, emissionarm. Nochmal eins dazu zu sagen, es wird uns nicht gelingen, Baustoffe zu produzieren, die keine Emissionen tätigen bei ihrer Herstellung. Wenn Sie Zement nehmen, dann haben Sie die sogenannten prozessbedingten Emissionen,
die sind größer als diejenigen, die sie tätigen, wenn sie die Energie herstellen, um dieses Material Kalkstein auf 1450 Grad zu erhitzen. Weil es sind Umwandlungsprozesse von Kalkstein zu CaO plus CO2 und der geht dann ab. Das ist unvermeidbar. Wir können auch nicht sagen, wir bauen jetzt nicht mehr mit Beton, weil das macht ja auch gar keinen Sinn. Wir wollen ja nach wie vor Tunnels bauen und Kläranlagen und dieses und jenes. Es kommt darauf an, dass man die Dinge versteht und dass man dann entsprechend damit umgeht. Also würde man doch sagen, dann bauen wir mit Beton dort, wo wir es benötigen und wir bauen in einer sparsamen Form, nämlich so dick wie notwendig und nicht irgendwie, damit der Ingenieur einfacher hat. Und die Emissionen, die wir trotzdem tätigen, wir machen das zurzeit, ne? Dass wir sagen, wir bauen Mehrfamilien, planen Mehrfamilienhäuser, da sind Betonanteile drin, da sind aber auch Ziegelanteile drin, weil Ziegel müssen sie auch brennen auf Ziegelbrand 950 Grad mit Emissionen verbunden. Und die bei einer Wohnung getätigten Emissionen kompensieren wir, das ist der Begriff Kompensationsstrategie, indem die Käufer der Wohnung Bäume pflanzen. Und das kostet dann pro Wohnung vielleicht für 5.000 Euro Bäume. Das ist bei einer 400.000 Euro Wohnung nicht so viel. Und damit können Sie sagen, die Bäumchen, die ich gepflanzt habe, die binden innerhalb der nächsten 10 Jahre die gesamten Emissionen. Das sind Methoden, wie man umgehen kann. Ich will auf alle Fälle vermeiden, dass wir in Verbotsstrategien hineinkommen. Du darfst, du musst, oder, sondern dass wir sagen, wir haben es verstanden und dann handeln wir. Wir reduzieren, wir kompensieren, wir gehen ganz spielerisch mit den Dingen um, weil wir die Werkzeuge ja haben. Wir müssen ja nur anwenden. Einen Baum zu pflanzen ist ja nicht so schwierig. Aber es macht ja niemand. Die Supermärkte zum Beispiel. Ja? Die Supermärkte pflanzen Bäume. Oder in der Sutterlütte und ich glaube in Deutschland auch der Rewe oder irgendeiner oder Aldi. Da tun die Leute Bäume pflanzen oder, um den Grundstückbedarf zu verringern, über dem Supermarkt Wohnungen zu bauen. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Was ich glaube ist, was Sie vorher gesagt haben, Verbote und so weiter, ist immer schlecht. Man muss Initiativen fördern und das heißt, da braucht es gewisse Rahmenbedingungen und die sind ja gemacht, indem man den Finger drauflegt. Wo sind überhaupt die Probleme? Was ist das Größte? Das nach Prioritäten. Und dann ist es eigentlich jedem Gewerk oder jeder Person selbst überhalten, was kann er dafür tun? Dieses Bewusstsein muss ich fördern. Ne? Ist über weite Bereiche ein Erziehungsprozess. Wir haben heute festgestellt, es geht halt nicht so, wie wir es gerne hätten, oder? Dass alles von selber immer weitergeht. Jetzt muss man sich in der Sache eben anpassen. Und da gibt es eine Menge Initiativen. Ich meine, wir sagen ja auch, wenn wir unser Solardächer, wo wir jede Menge Strom sparen, wir könnten vielleicht auch ein paar Bäume pflanzen. Und viele kleine Dinge geben dann doch im Prinzip ein großes Ganzes. Und das Bewusstsein muss gefördert werden und muss den Leuten einfach auch kommunizieren oder das Ganze so verpacken, dass sie Spaß daran haben, dass ich persönlich etwas beitragen kann. Das halte ich für ganz wesentlich, um große sag mal, Initiativen zu entwickeln. Und es gibt, jeder hat kleine Möglichkeiten. Wir brauchen diese emotionale Komponente. Ne? Mhm. Also ohne, dass ich mich jetzt als positives Beispiel darstellen will, aber ich habe schon eine ganze Menge Bäume gepflanzt und ich habe zu diesen Bäumen eine emotionale Komponente. Also hätten Sie einen Vornamen, würde ich den wahrscheinlich kennen. Ich liebe Sie. Das ist wahrscheinlich nicht umhauen, um daraus ein Holzhaus zu bauen. Nein, nie. Ja, mein Traum war ja immer, in einer Seifenblase zu leben. Aber ich habe es mein gesamtes akademisches Leben nicht geschafft. Eine Materialität. Also wie ein Kokon mit Lebensbedingungen. Erhaltenden, ja, aber eben nur komplett durchsichtig. Ich habe es nicht geschafft. Ich darf das Stichwort Initiative aufgreifen und bereits in die letzte Runde gehen, in die letzte Fragerunde. Das ist etwas eben, was ganz wichtig ist, sprich die Eigenverantwortung, dass man diese Verantwortung wahrnimmt und dass man brennt für Ideen. Und ich darf Sie ein bisschen frei zitieren, Herr Zumtobel, aber Sie haben auch im Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsbericht gesagt, dass es einfach für eine Vision braucht es Menschen, die diese verstehen. Die brennen. Genau, und die für diese Ideen brennen. Mhm. Und es braucht einfach auch Menschen, die selbst Initiativen entwickeln und damit einfach die Dinge, die uns umgeben, dass die besser, schöner und nachhaltiger werden.
Ja, aber Initiativen können Sie nicht durch sture Regeln und Gesetze empfinden. Das ist emotionsfeindlich. Ja. Das ist ja unsere große Aufgabe hier, wie wir diese persönlichen Emotionen in unserem Gespräch, wie können wir die steuern und das jetzt auf virtueller Basis. Das ist eine ganz andere Art. Also Riesenherausforderung. Und wir müssen unsere Ideen, wo wir Beiträge, müssen wir den Kunden auch bekannt machen. Wir müssen sagen, aha, wenn du das tust, dann hast du die Möglichkeit, Energie zu sparen oder das Ganze leicht recyceln, indem ich ein Produkt wie einen Lego-Kasten aufbaue, dass es nachher leicht recycelbar ist, weil man es trennen kann. Ich meine, da ist all das, was Elektronik anbelangt, natürlich eine ganz schwierige Geschichte, oder? Weil ich muss die ganzen, Elektronik ist Verdichtung und da muss ich diese unterschiedlichen Materialien muss ich immer wieder trennen. Ja, das ist. Und Sie haben das auch, es bedarf auch einer Beharrlichkeit, also das muss auch kontinuierlich geschehen, ja, und geschehen. Und wie Sie gesagt haben, Sie haben es auch ein bisschen auf die Architektur in unserem Land bezogen, weil sich unsere Architektur hier sehr schön entwickelt hat, über die Jahre, über die Generationen hinweg. Und ich stelle Ihnen jetzt eine sehr offene Frage, wenn ich darf, einfach, was wünschen Sie sich für den künftigen Lebensraum Vorarlberg? Auch in einem globalen Kontext gesehen, gibt es eine Vision, die Sie haben, die noch nicht verwirklicht ist, die einfach in Ihrem Kopf ist? Und oh Gott, da stellen Sie mal zwölf. Die Sie uns auch verraten wollen. Nein, das hat eigentlich nichts damit zu tun, sondern das hängt von den unterschiedlichen Bedürfnissen und von den Möglichkeiten. Wo ich als Techniker natürlich habe eine sehr positive Denke, was die Möglichkeiten in der Zukunft sind. Man muss die Chancen ergreifen. Und wir haben doch sowieso ein wahnsinniges Glück in diesem Land, dass wir im Prinzip in einem Feriendomizil leben. Und wenn ich da sehe, in was für Gegenden andere Menschen leben, wundert mich nicht, dass jeder daher will, oder? Etc. Also ganz wichtig ist, und zwar, da braucht es den Schulterschluss der Gesellschaft per se, dass ich diese Dinge in einem allgemeinen Konsens bringen kann. Damit wirklich da eine gemeinsame Meinung, ja, das ist jetzt in Ordnung und das wünschen wir. Aber die Vorstellungen der Menschen, was für sie gut erstrebenswert ist, sind so unterschiedlich, da kann man gar nicht auf diese Spezifikas eingehen, sondern es muss sich halt jeder da wohlfühlen. Und darum habe ich meine Probleme zu sagen, was ist jetzt die Prämisse, wie ich mir das vorstelle. Oder? Vielen Dank. Muss einem gefallen. Das ist da, genau, das ist das Wichtigste, glaube ich. Vielen Dank. Frau Konrad, ich darf noch mal ganz kurz aufgreifen, auch vorher Ihre Aussagen mit diesem Ort der Begegnung noch mal, wo sich die Menschen treffen. Ich glaube, wir müssen auch mehr in diese Richtung gehen, dass es gemeinschaftliche Flächen gibt, also Flächen, die gemeinschaftlich genutzt werden. Wir sind schon noch so in diesem ja, Stadion, wo einfach jeder seine Fläche hat und die Türe ist zu und man braucht diesen Rückzugsort auch und diesen Ort der Sicherheit. Ich glaube jedoch, zumindest was jetzt das Vorarlberg hier betrifft, wir sind noch wenig offen für so Gemeinschaftsflächen, die innerhalb von ja, Wohnräumen oder also Siedlungen oder sonst was sind. Und ich darf auch ein Zitat von Ihnen noch aufgreifen, dass kein Haus beantwortet alle Fragen der Welt. Also es ist immer eine Fokussierung und eine Konzentration, wie baue ich dieses Haus in dem Moment, was berücksichtige ich alles und einfach auch vielleicht an Sie diese offene Frage, wie sieht Ihre Architektur der Zukunft in Vorarlberg aus? Sie haben ein bisschen meine Gedanken gelesen mit dem Gemeinschaftsaspekt. Es geht auch ganz fest um die Nutzung, nicht nur eben ums Bauen, sondern wie man diese Räume nutzt, auch die Freiräume. Was mir dazu als erstes kommt, jetzt auch das so ein bisschen aufnehmend, diesen Schwung aus der Richtung, das ist, dass die Baubranche insgesamt ja eine sehr konservative ist. Und sie lebt von Trends. Im Moment ist der große Trend die Digitalisierung. Sie ist produktgetrieben und sie ist kapitalgetrieben, nona. Und das führt auch in Vorarlberg wie überall in Europa dazu,
dass Innovation, gerade was die Funktionalität betrifft, bleiben wir beim Wohnen, weil es wirklich ein menschliches Grundbedürfnis ist, in vielfacher Weise ist das Wohnen oder der Wohnbau, muss man richtigerweise sagen, heute ein Kapitalanlagemodell. Und es geht überhaupt nicht um das Grundbedürfnis, sich dort aufzuhalten, Heimat zu finden oder was auch immer. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit müssen wir haben. Und wenn Sie mich fragen, was ich mir wünsche, dann ist es diese kritisch-reflektive Auseinandersetzung, was wir einander zugestehen, wie viel Raum und wie viel Qualität wir dem jeweils anderen zugestehen wollen. Gemeinwohl ist öfter gefallen, was der Einzelne davon hat, wenn es den anderen auch gut geht. Das erleben wir so schmerzlich in dieser Situation. Und es ist mir auch wirklich ein großes Anliegen, dass wir wegkommen davon, alles alleine machen zu wollen. Es muss nicht jedes Unternehmen und nicht jeder Cluster eine Initiative mit einem eigenen Brand verbinden. Man kann Dinge wirklich gemeinsam tun, an einem Strang ziehen. Es wäre zum Beispiel schön, wenn sich viele Investoren und Kleinanleger zum Ziel machen, einen neuen Leerstand entstehen zu lassen, indem man zum Beispiel Wohnungen kauft, die man selber nicht braucht, sondern investiert tatsächlich in sozial innovative Projekte, in gemeinschaftliche Einrichtungen, gemeinschaftlichen Wohnbau, Genossenschaftswohnungsbau, in qualitative Freiräume, in Dinge, von denen wir alle profitieren und mit denen man auch Rendite erzielen kann, wenn man will. Vielen Dank für diese Perspektive. Dankeschön. Herr Sobeck, auch von Ihnen ein Zitat bzw. ein Ziel, das Sie sich gesetzt haben, eine gebaute Umwelt, die atemberaubend schön ist und die gleichzeitig den Interessen kommender Generationen gerecht wird. Wie würde Ihre Stadt der Zukunft aussehen und wie würden die Menschen darin leben? Das Zitat ist korrekt. Ich werde jetzt diese Stadt nicht in ihrer Lineatur oder Kubatur oder Farbigkeit beschreiben, sondern mache die Augen zu. Was ist es für eine Stadt, in der man beim offenen Fenster schlafen kann, in der man tief einatmen kann? Eine emissionsfreie Stadt. Ich habe das mal vor 10, 15 Jahren als das große Ziel der elektrischen Stadt beschrieben, weil das geht eben nur mit einer elektrisch betriebenen Stadt und damit auch mit einer Stadt, die auf wesentlichen solarer Energie passiert. Ja, und sicherlich auch einer Stadt, wo Sie fröhliche Menschen hören und wo Sie es auch akzeptieren, dass Sie sie hören und nicht die Leute gleich wieder ins Gericht springen, nur weil ein Kindergarten nachmittags auch den Sandkasten öffnet und die Kiddies da herumschreien. Ne? Also unsere Gesellschaft ist teilweise sehr krank, muss man sagen. Ne? Und diese Krankheit resultiert aus der Egozentrierung. Und diese Egozentrierung, ich bin an allererster Stelle, ist ja der große Gegensatz zum Beispiel zu China, wo alle das Wichtige sind und nicht der Einzelne. Und dieser Hyperindividualismus, der sich ja bei uns herausentwickelt hat, der ja eigentlich schon, jetzt ende ich auch noch negativ, ich wollte doch was Positives sagen, der eigentlich dazu führt, dass man die wesentliche Essenz von Homers Ilias, ne? Die wesentliche Essenz ist ja nicht, dass irgendjemand dem anderen mit dem Schwert irgendwas angetan hat oder mit Pfeil und Bogen, sondern ist die Einforderung der Wertschätzung des anderen als eines Menschen gleicher Würde. Stellen Sie sich das mal vor. Das hat dieser Mann gesagt vor so langer Zeit und wir haben es verloren. Wir haben es vielleicht noch irgendwo in den 10 Geboten verankert, aber man benimmt sich nicht so. Also wenn die Leute mit gestohlenen LKWs und geliehenen SUVs in Fußgängerzonen hineinfahren, das ist die Entwertung aller Wertschätzung. Und der täglich stattfindende übers Ohrhauerei in unseren Wirtschaftsbetrieben ist der genau das Gegenteil von dem, was da gesagt wird. Und wenn wir da hinkommen, stellen Sie sich mal vor, was das für eine wunderbare Stadt ist, wo Sie eine Wertschätzung empfangen. Da möchte ich gerne leben. Ich danke Ihnen für diese wundervollen Schlussworte. Vielen Dank. Ich darf ganz recht herzlich nochmal in die Runde meinen Dank aussprechen. Schön, dass Sie alle da waren, dass wir uns so austauschen konnten. Und ich darf an Sie, liebe Zuseher,
ein ganz herzliches Dankeschön auch sagen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir verabschieden uns hier aus dem Lichtforum und blenden Ihnen ganz kurz noch ein, wenn Sie Interesse haben, bitte schauen Sie auf unsere Campus-Webseite, die z.lighting/campus. Da können Sie weitere Veranstaltungen ansehen, die, glaube ich, schon im Januar weitergehen, dass ich Ihnen nichts Falsches sage. Wenn Sie dort auf das Lichtforum klicken, gibt es, wenn Sie ganz runter scrollen, auch eine E-Mail-Adresse. Also wenn Sie uns was schreiben wollen, Anregungen, Ideen, was Ihnen einfällt, dann bitte sehr gerne. Wir freuen uns darauf. Und ich bedanke mich im Namen des ganzen Teams hier, wirklich alle, die zusammengeholfen haben und das hier möglich gemacht haben, dass wir Sie so erreichen dürfen. Und wir entführen Sie jetzt nochmals zum Abschluss durchs Lichtforum mit einem Drohnenflug und sagen nochmals ganz herzlich Danke und einen schönen Abend.